Moin moin und herzlich willkommen hier zu The Forest. Es ist wieder Zeit. Ja, wir versuchen heute unser Haus fertig zu bekommen. Und ja, mein Rauschen müsste theoretisch weg sein. Ich habe mir jetzt mal was anderes geholt. Und ich hoffe zumindest, dass es jetzt erträglich ist. Baum fällt! So, ja, wir werden heute unser Haus hier weiterbauen. Ja, wie ihr schön seht, haben wir dann oben ein Stockwerk, unten ein Stockwerk. Jetzt habe ich bloß das Problem. Ich komme dann wahrscheinlich nicht mehr hoch, also muss ich mir dann irgendwie eine Treppe bauen oder sowas, dass ich dann noch ganz hoch komme. Wenn nicht, muss ich dann irgendwann mal sehen, wie ich es mache. Es ist halt ein bisschen blöde, aber kann man jetzt nicht ändern. So, ja, das Haus nimmt Form an. Ich bin begeistert. Ja, suchen wir uns mal den nächsten Baum. Und ich hoffe zumindest, dass man mich jetzt besser versteht, ohne irgendwelches Rauschen im Hintergrund. Oder. Ich denke mal, das hat ein bisschen an mein Headset gelegen. Es war eigentlich ein neues Headset, aber irgendwie war das Müll. Oh, das waren ja Stickies. Okay. Das war jetzt nicht so geplant. Ja, wie gesagt, also das Headset hat jetzt 13 Euro gekostet. Und mal sehen, ob ich jetzt damit zufrieden sein kann. So, hauen wir mal den Baum hier um. Klacka, lei. So. Abwärts. Großer Baum. Wo fällt's denn um? Aha. So sieht's doch schön gut aus. So, wir brauchen noch sehr, sehr viel Holz. Holzstämme. Das ist das Problem. So, da werden wir auch gleich mal was essen. Jagen müssen wir theoretisch auch schon wieder. So, der Hälfte haben wir fast geschafft. Dann gucken wir mal, dass wir was essen können. Klack. So, da gucken wir mal in unser Inventar. Ja, wird auch langsam weniger. Und müssen wir dann irgendwann mal wieder jagen gehen. Ach, ist das idyllisch. Ist das fein. Ja. Wollen wir gerade mal beim Thema waren. Da könnten wir gleich mal die Rüstung anlegen. Und klack. Haben wir was gegessen. So. Dann holzen wir uns bei den nächsten Baum ab hier. Macht ja keinen Lärm, ne? So, fall um. Du guter Baum. Klack. So. Dann werden wir das jetzt auch mal dranhauen. Werde ich gleich mal nach einer Treppe oder sowas gucken. Treppe. Hier war eine Treppe. Ah. Oh, was wir ja noch alles bauen können. Herrlich. So, die Treppe machen wir mal hier am besten hin. Dass wir dann auch da hochkommen. So, wo war denn jetzt der Baum? Da. Und ja, also ich muss zumindest sagen, ist das schon mal eine schöne Hütte hier. Können wir stolz auf uns sein. Wo haben wir denn mal wieder einen Baum? Hier.
Ja, wir werden hier viele Bäume horsten müssen. Aber es nützt ja nichts. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Patch, dass wir wieder Bäume pflanzen können. Das ist ja natürlich ideal. Weil jetzt arbeiten wir nicht umweltfreundlich, das muss ich dazu sagen. So, hier brauchen wir noch ein Holzstück. Dann hätten wir zumindest die Treppe schon mal fertig. So. Genau. Und man sieht's wunderbar, ne? Na. Komme ich jetzt hier nicht hoch? Doch. Wir kommen da hoch. Mein Gott. So was hätte ich mir als Kind gewünscht. So. Wie viel Holz brauchen wir denn jetzt hier noch? Nochmal so die Menge. Und dann hätten wir zumindest schon mal einen guten Anfang für unser Lager. Ich holze jetzt mal gleich mal 2, 3 durch. So, Stickies haben wir auch gleich wieder. So, na komm, fall um. Fall um! Ah. Ja, müssen wir erstmal Pause machen. Das nützt nicht. So. Genau. So. Ja, der erste Hälfte wäre geschafft fast. Und ja, werden wir hier mal... Upsa, was war das? Oh. Hier haben wir wieder viel. Viel. Das ist gut, dass wir gleich so ein Lager daneben haben. So, da werden wir jetzt mal hier noch die Wände ziehen. Und sieht doch eigentlich schon gar nicht so schlecht aus, oder was meint ihr? Können wir ja schon stolz sein. Aber wir brauchen doch sehr, sehr viel. Eine Kettensäge wäre ja natürlich auch praktisch hier, ne? Wenn man die vielleicht selber bauen könnte aus manchen Teilen. Ja, wir müssten mal was zu uns nehmen. Es fängt an zu regnen. Nicht so gut. Werden wir mal kurz pausieren. Mal kurz ein bisschen Gesundheit wieder zu sammeln. Und ja, dürfte jetzt schon wieder reichen. Für 2, 3 Bäume. Komm, ganz schön runtergestribbelt, du. Oh Mann, noch der Hälfte. So, jetzt hat es wieder aufgehört zu regnen. Das ist erstmal schon mal positiv.
Haben wir noch irgendwo einen Stamm? Nee. Leider nicht. Aber wir haben schon ganz schön abgeholzt, ne? Naja, gut. Freie Sicht zu den Feinden. So, ist immer gut. So, jetzt brauchen wir eigentlich bloß noch das Unterteil, das Dach und dann sind wir eigentlich fertig. Werden wir gleich mal hier in der Ecke mal ein bisschen raushauen. So, dicker Stamm, du. Ja. Ja. Baum fällt. So. Hauen wir mal noch hier dran. Die Wand ist fast fertig. Haben wir jetzt schon den Boden? Nee, der Boden ist noch nicht da. Gut. Dann müssen wir jetzt mal sehen, dass wir jetzt noch die restlichen Bäume abschlagen. Auch wenn es mühselig ist, aber Arbeit hängt nun mal zusammen. Baum fällt. Mann, sieht das gut aus hier. Brauchen wir dann bloß noch eine Mauer. So, die Wand wäre fast fertig. So, wo liegen die anderen jetzt? Ja, das ist jetzt blöd. Steine. Müsste ja theoretisch in der Ecke sein. Hä? Ah, ich behalte recht. So. Ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr mühselig, das Haus jetzt hier zu bauen, aber wir brauchen das. Es ist eine Notwendigkeit. Wird schon wieder dunkel. Ist nicht so gut. Wir werden dann mal schlafen. Hau um. Hau um, hau um. So, sehr, sehr gut. Wir werden jetzt mal schlafen gehen. Z. Ich glaube, wir werden beobachtet. Nee, werden wir nicht. Gut. So, hier lag der nächste Stamm. Und das pfeift hier wie im Bärenarsch, ey. So. Noch 30 Stämme, dann haben wir's. Ach, ist das idyllisch, wie die Sonne da rauskommt, oder? Findet ihr nicht? Hau den Baum um, hau! Bäh, wo das? Ja, der ist gut umgefallen. So.
Oh, der ist weit gefallen. Der ist weit gefallen. So. Ja, bald haben wir's. Bald haben wir's. Dann hauen wir mal den Baum um. Dann hauen wir mal den Baum um. Und ja, irgendwie kam immer bis jetzt noch keine Rettungsaktion hier. Wahrscheinlich wollen die, dass ich hier mühselig verrecke. So, das sieht sehr, sehr gut aus. Und da hinten liegen sie. So kann man sich täuschen. Rock. So, bin ich froh, wenn ich die Hütte hier fertig habe. Ich muss was essen. Ich muss was essen. Dann werden wir uns jetzt mal was zu essen machen. So, mal so ein schönes Vieh hier drauf. Yummy, yummy, yummy. Liegt jetzt da drauf? Ja. Und ja, wir haben eigentlich schon viel geschafft. Also wir bauen uns gerade hier unser Lager auf. Weil ich schätze mal, das wird noch ein bisschen länger dauern, bis wir hier gerettet werden. Machen wir hier das Licht an. So, damit haben wir jetzt wieder gegessen und sind gestärkt für den nächsten Baum. Nein! 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 Wo? Wo zum Teufel? Ah, wart ja lange nicht mehr da. Da rennt er, da rennt er. Und jetzt ist er auf dem Baum. Da oben klettert er. Wisst ihr, was ich da mache? Den fällen wir jetzt. Ah! Fuck! Fuck, fuck, fuck! LOL! Ihr elenden Bastarde! Ha ha! Ha 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 ha! Komm, renn hier rein. Los. Na komm. Was ist das? Was ist das denn? Na? Geh kaputt, du blödes Idiotending! Ha, 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 ha. Das wird heute ein Festschmaus. Kann man nicht zerhacken, okay. Sah ein bisschen alienmäßig aus. Nein! Haut ab! Hab eurem Freund auch gerade hier kaputt gemacht. Also, ihr seid die wenigsten Probleme. Und das schäbische Lachen. So.
Na? Bleib mir ja fern, du. Nein! 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 Ah, fuck, ey. Fuck, ey. Fuck, ey. Fuck, ey. Fuck, ey. Fuck, ey. Was hängt denn hier rum? Eine Armbanduhr, aha. Jetzt sind wir aber richtig in der Scheiße gelandet hier. Oh, was finden wir hier so Schönes? Was hat der hier? Eine Armbanduhr, aha. Ja. Bringen uns die irgendwas? Können wir eine Bombe bauen oder wie? So, meine Lieben, da würde ich sagen, war das jetzt der Part hier bei The Forest und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte ein Like da oder einen schönen Kommentar. Ich würde mich drüber freuen. Und ja, wir sehen uns dann in dem nächsten Part wieder. Hier aus der Gruselhöhle, aus dem Vorratsschrank von den Kannibalen. Und ich bedanke mich bei euch. Ciao, ciao.